Mission ist erfüllt, Meister. Dann bist du bereit, dich mit mir dem Imperator zu widersetzen. Komm auf mein Schiff. Endlich werden wir die Galaxis beherrschen. Es scheint, sie werden bald ihre primäre Programmierung erfüllen, Master. Ja. Endlich. Die Flotte des Imperators ist angekommen. Ihr habt den Imperator hergelockt. Wann geht es los? Ich habe ihn nicht gerufen. Seine Spione haben dich verfolgt. Womit kann ich euch zu Diensten sein, mein Gebieter? Ihr vergesst wohl euren Platz, Lord Vader. Diesen Jungen als Schüler zu nehmen, kommt einem Verrat gleich. Also vernichtet ihn, oder ich zerstöre euch beide. Meister, wir besiegen ihn zusammen. Tut es jetzt, Lord Vader. Streckt ihn nieder und beweist damit eure Loyalität. Lasst ihn festgebunden. Ihr wart mein Tod! Nein, der Imperator wollte dich tot sehen. Ich habe deinen Körper geborgen und hergebracht. Zur Rekonstruktion. Warum? Der Imperator musste glauben, dass du tot bist. Jetzt kannst du dich rächen und deine Bestimmung erfüllen. Was wünscht ihr, mein Meister? Die Spione des Imperators überwachen jeden meiner Schritte. Wir brauchen eine Ablenkung. Eine einzelne Tat weckt seine Aufmerksamkeit nicht. Stelle eine Armee gegen den Imperator auf. Eine Armee? Ja, eine Allianz von Rebellen und Abtrünnigen. Wenn sie den Imperator und seine Spione abgelenkt haben, schlagen wir zu. Wo fange ich an? Du hast dein Schicksal jetzt selbst in der Hand. Trenne dich von deiner Vergangenheit. Niemand darf wissen, dass du mir dienst. Geh jetzt. Und denk daran, dass die dunkle Seite immer bei dir ist. Roxy. Ah, Master. Ich bin erfreut, dass Sie doch nicht tot sind. Ich hatte schon gefürchtet, dass ich Sie nie vernichten könnte. Du bekommst deine Chance bestimmt, wenn wir hier weg sind. Ja, aber bis dahin soll ich alles tun, was ich kann, um Ihnen beim Untertauchen zu helfen. Soll ich die Rogue Shadow startklar machen? Ja, mach du das nur. Wir treffen uns dort. Master, ich habe Zugriff auf den Hauptcomputer des Schiffes. Wo ist Juno? Ah ja, die Pilotin. Ich glaube, sie ist noch an Bord. In einer Zelle. Captain Eclipse ist des Verrats
ausdrücklich angewiesen, sich von ihrer Vergangenheit zu trennen. Sie wollen sie doch nicht etwa retten, oder? Ich weiß noch nicht, Proxy. Mach erstmal das Schiff startklar. Wie Sie wünschen, Master. So, und jetzt sind wir auch wieder hier zurück im Spiel. Vader hat uns also scheinbar verraten, dieser kleine, hinterhältige, dreckige... Aber das ist ja total egal. Weil immerhin hat er uns getötet und uns dann wiederbelebt, so gesehen. Naja, wir werden unsere Rache bekommen, denn wir sollen eine Rebellenarmee aufstellen. Wird schon alles hinhauen. Aber zuerst müssen wir hier raus. Und unsere nette Freundin und Pilotin Juno sollten wir auch retten und... Wir hören schon wieder Sturmtruppen und wir haben einen blauen Lichtschwerkristall erhalten und den bauen wir doch gleich mal ein, oder? Jetzt so als neuer Universums Next Top Jedi. Lila, orange, das ist übrigens orange, nicht gelb. Grün, blau. Und der schwarz. Entschuldigung, der schwarz ist einfach nur der epischste ever. Aber leider können wir ihn nicht ausrüsten. Schnüff. Epic Jedi Lightsword Saber. Haben wir überhaupt schon den Lichtschwertwurf jetzt? Nö. Wann kriegen wir den endlich? Das nervt voll. Ich will meine Hauptfähigkeit haben. So. Die Frage ist aber eigentlich, Na gut, überlebt haben wir es denn. Ich bin ja voll verreckt. Oh nein. Alle Blaster auf Töten. Es gibt hier ein paar neue Truppen, nämlich die hier. Die können meine Machtangriffe abwehren und sie dann gegen mich verwenden, indem sie damit ihre Kanonen-Gunpumps aufrüsten. Und mir hier so ein paar schicke Energiedinger entgegenschicken, die Penner. Aua. Wo kommt die Kackdrohne her? Tschüss, Kackdrohne. Ich meine, hier war noch ein Dingens drin, yep. Eine Machtkombosphäre, das ist doch was Schönes. Ich wollte dich wegbowlen, aber nun gut, dann eben nicht. Penner. Bam! Ah ne, es war ja gar nicht die Bonikugel. Die Bonikugel ging ja so. Na egal. Ist das überhaupt schon eine Bowlingkugel? Nö. Naja, was soll's. Ah, pam, 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 Tür auf. Fehlfunktion der Navigationssysteme. Wiederhole. Fehlfunktion der Navigationssysteme. Fehlfunktion der Navigationssysteme. Proxy, was hast du angestellt? Ich habe die Empirical Kollisionskurs zu einem Anstand gesetzt. Was? Das schien mir der schnellste Weg, um alle Zeugen zu beseitigen. Lord Vader machte deutlich, dass niemand von ihrer Existenz wissen darf. Du versuchst immer noch, mich zu vernichten. Nein, nein, noch nicht, nein. Sie sollten genug Zeit haben, das Schiff zu erreichen, bevor es auf den Stern trifft. Sicherheitssysteme der Empirical ausgeschaltet. Alle Crewmitglieder Rettungskapseln sicher. Ach genau, hier. Hui. Wollen wir doch mal die Rettung... Ich wollte die Dinger entzünden, danke. Na gut, dann machen wir erstmal die Dinger hier kaputt. Wir zerstören hier nämlich gerade die Rettungskapseln. So nebenbei. Und hier ist schon ein weiterer neuer Gegnertyp, diese unsichtbare Klontruppe. Töten. Aufstieg, perfekt. Boah, wie ich diese Gegner hasse. Mit ihren scheiß Schockstrahlern. Vor allem die mit ihren komischen Kack-Schrotgewehren, die gehen voll durch meine Blockversuche durch. Autsch.
Ich meine, hier lag aber auch noch irgendwo ein Holocron. 3 von 6 Rettungskapseln zerstört. Hier oben vielleicht? Nö. Schön, dass ihr mich habt. Ich hab euch. Nur mal so nebenbei. Autsch. Guck mal, wie tot ihr seid. Ihr seid sowas von tot. Bonusziel erfüllt. Machtrettungskapsel Gedönsdinger kaputte machen. Ach, hier ist das Holocron. Ha. Machtkraftsphäre und Sesam, öffne dich. Öffne dich mal bitte ein bisschen schneller. Ich hatte keinen Bock hier auf den Gesundheit wiederhergestellt. Ja. Ich hatte keinen Bock hier auf den Stern zu krachen. Ja, natürlich. Proxy, hast du die Kapseln abgeworfen? Natürlich, Master. Wirklichkeit zahlt sich aus. Oh yeah, ein weiterer neuer Gegnertyp. Also werden ihr diesem Level direkt mit neuen Gegnertypen überhäuft. Vorher waren es ja nur die neuen Sturmtruppen und dann mal so ein paar komische Einwohner von irgendwelchen Planeten. Und jetzt bastel ich erstmal mein super cooles neues Lichtschwert, nämlich hier blauer Kristall und neuer Energiekristall, den haben wir ja auch noch. Lordan, gesteigerte Fähigkeit, Blasterschüsse abzuwehren und zu reflektieren. Nee, das ist irgendwie kacke. Ich glaube, ich habe eigentlich in meinem Schwarzen auch den Firkan drin. Oder ist es der Arkran? Nee, es ist ein... Das ist ein Vieh, oder? Keine Ahnung, ich kann es nicht lesen. Das ist zu klein oder zu nah beieinander. Als dass ich es unterscheiden könnte. So, hier bitte auf. Danke, weil ich will hier rein und direkt umgeblasen werden. Genau, das war mein Plan. Hier rein und dann voll Pam. Genau. Aua. Habe ich schon erwähnt, dass diese Schüsse nicht blocken kann? Habe ich schon erwähnt, dass diese Schüsse AE-Schaden machen? Habe ich schon erwähnt, dass ich schon erwähnt habe, dass meine Fresse sind die Dinger nervig? Aber es ist mir auch noch nicht passiert, dass ich so in dieser Kackecke stand. Na, wenigstens hatten wir so einen krassen Checkpoint. Zack. Alle Rettungskapseln wurden abgeworfen. Weitere Befehle abwarten. Oh, das ist nicht gut. Proxy, hast du die Kapseln abgeworfen? Natürlich, Master. Wirklichkeit zahlt sich aus. Okay, der Kristall zählt also weiter als angesammelt und nochmal so nebenbei. Proxy hat gerade alle Rettungskapseln abgeworfen. Bis auf die 6, die wir zerstört haben, scheinbar, weil er meinte, Gründlichkeit zahlt sich aus. Also, dieser Trainingsdroide hat seine eigene Persönlichkeit und die ist echt krass. So, du Kackroboter, meinst du wohl, du hast eine Chance gegen uns, ne? Dann komm mal her und zeig uns, was du kannst. Nämlich nichts. Du bist ein Nichts, du kannst überhaupt nichts. Du bist ein dämlicher Droide. Master, schnell. Wir nähern uns rapide der Sonne. Der Sonne? Unser guter Proxy hat also den Kurs auf die Sonne gesetzt. Ach du Scheiße. Die Verräterin stirbt mit uns. Er darf sie nicht erreichen. Oh, das wird heiß. Ich meine aber auch, dass hier noch was rumliegt. Moment, ich guck gleich mal. Ich meine, wir haben ja Zeit, wir fahren ja nur mit Vollspeed auf die Sonne zu. Also es ist ja nicht so, als ob wir sterben würden oder so. Die Sonne ist schön warm, das ist der perfekte Urlaubsort, wenn man mal in so einer Winterwunderwelt wohnt oder sowas halt. Sprich, alle, die in Norwegen, Alaska oder sonst wo wohnen, wo es so schön kalt ist. Wobei Norwegen... Naja. Die machen gerne mal auf der Sonne Urlaub. Einfach weil das richtig schön warm ist. So, und jetzt mal hier runter und hier unten sind auch wieder Kackdroiden. Weg hier. Würdest du bitte zur Seite springen? Nimm das, Droide! Danke. So, die Klontruppen lassen sich zum Glück mit einem Blitz töten. Mann, ihr Kackroboter.
Learn to die. Ja, genau, schmeiß mich durch die Gegend. Ich sagte, ja, genau, schmeiß mich doch durch die Gegend, du Arsch. Würdest du bitte ableben? Klar, er stirbt, ich bekomme Energie und kriege aber gleichzeitig von dem anderen eine reingewemselt und verrecke da dran. Ganz toll. Aber ist, glaube ich, auch schon gleich wieder Zeit, den Part zu beenden. Wenn er halt ein bisschen Überlänge hat, ist ja egal, das ist ja sowieso jetzt die, oder nee, ich beende den Part gleich einfach. Oder. Oh, das ist nicht gut. Proxy, hast du die Kapseln abgeworfen? Natürlich, Master. Wirklichkeit zahlt sich aus. So, ich würde sagen. Ach nee, ich brauche ja gar nicht Pause drücken. Haha, das läuft ja auch so. Und zwar würde ich sagen, dass ich jetzt erstmal die Aufnahme beende. Und, ja. Ich bin auch schon ein wenig müde. Vom ganzen Zocken. Oh, meine Fresse, ey, ist mir duselig. Ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Aufnahmesession hier an dieser Stelle weiter. Und haben dann ein wenig Spaß mit den Droiden da unten, weil jeder weiß, dass Droiden gerne Spaß mit humanoiden Menschen haben, die sie mit Blitzen schocken, damit sie endlich explodieren und einem nicht mehr auf den Sack gehen. In etwa so. Und wir werden natürlich die gute Juno retten, bevor wir mit dem Schiff eiskalt in die Sonne stürzen. Haha, eiskalt in die Sonne. Versteht ihr? Naja. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.